Ich höre gerade, dass es drüben in der neuen Werkstatt was passiert. Und da gucken wir jetzt mal rüber, nachdem wir die Kamera sauber gemacht haben. Mal schauen, was da heute abgeht. Seid schon fertig? Mit den Nerven. Schauen wir mal, was der Plan halt ist. Wenn wir irgendwann, ich weiß nicht, bei wem fahren wir da. Was haben wir? Das ist leider nicht. Arbeitssicherheit. Du darfst nicht filmen. Filmen schon, bloß zeigen darf man nicht. Der Plan fürs Erste ist jetzt quasi, die Balken, die ja tiefer sind, müssen ja höher. Das heißt, wir hängen die jetzt aus und werden sie einfach hochgelegt. Oder so verstehe ich das als Laie. Und dann kommt das Dach ein bisschen höher. Ja. Ich bin ja eh ausgebildeter Hochseilkletterer. Achso, das ist das super Gerüst. Ah ja, das hält schon. Okay. Ja, ich merke es, es gibt da ganz schön nach, wenn ich ihn aufsteige. Ah, leck. Gut, ich darf bloß nicht da hinten aufsteigen, passt. Gut, bin schon dran. So, abwärts, ja. Jawohl. Ja, ich hab noch. Gutes Jahr Daumenträg. Ich gebe mal zu den, dann nehme ich einen Schrank. Was ist ein Fähren? Kiefer. Eine Kiefer? Ja, mit, genau, wenn du jetzt noch hinschaust, dann kehrt der Sechster da raus. Ja, der schaut auch einiges massiver aus. Der Sechster, der Kern ist ein wenig rötlich, oder nicht? Ja. Genau. Und wenn du das ist eine richtige Fichte, das ist ganz leicht. Ja, der Sechster. Das kann aber ein leerer Nase, das große Schwein, das wäre das auch. Und gefühlt hat er sich, als wäre er aus Stahl. Das sind halt Felsen, die wir mal ein bisschen freien können. Okay. Ah, leicht. Warte, ich muss erst wieder rauffüllen. Was du? Bei 60 Millionen. Dann nimmst du jetzt einen. So, Schritt 1 passiert. Wir haben jetzt quasi die ganzen Balken hochgehoben. Jetzt haben wir auf der Seite frei. Jetzt glaube ich, wird da die Mauer verbreitert oder wird es zum Auflegen oder was? Genau, damit praktisch die Mauer genauso hoch ist wie da oben, die Balken da unten. Aha. Die liegt dann da auf und da drüben. Genau. So kommt die Mauer da hoch. Genau, ja. Und dann werden sie wieder aufgelegt. Dann werden sie wieder hinaufgelegt. Das ist gut. Genau, auf. Ja, genau. Also einfach erhöht, dass wir quasi eine Ebene haben
Und eine richtig schöne hohe Werkstatt. Gut, das macht sie dann schon. Ich muss jetzt los, ich muss noch was tun. Und wie alt ist der Saustall? 50 Jahre. Nein. Und sauher sind wir. Ja. Weil wir lang werden, zwarten wir den Basel. 20, 30 Jahre, sag ich jetzt einmal. Alles Saustall? War das Saustall. Vorher war es nur eine Strohscheune. Aha. Weil die Ansicht ist deutlich älter. Ja. Das wird 200 Jahre sein. Die sind ja noch. Und da steht, das sind da lauter kalte Balken, wenn du zuschaust. Die haben da mit Holz nicht gezapft. Steht da Holz, das gehört halt sauber gemacht, da haben wir einen Schiss sehen. Da siehst du das. Da oben ist der Zapfen, schaust du her, ganz nach unten, schaut da so ein Zapfen raus, ein Holzzapfen. Und das ist der Holznockel, ne? Also uralt. 200 Jahre. 200 Jahre, sagt der Chef. Ich sag, der wird irgendwo Anfang 18. Jahrhundert. Und jetzt reißen wir es zusammen. Nein, das tun wir nicht. Tun wir nicht. Also. Ach ja, jetzt haben wir ja wieder Fackeln da, gell? Dass man mal Fackel schauen geht. Das ist jetzt quasi neben meiner Werkstatt. Und da sind jetzt seit neuestem, müssen wir leise sein. Haben wir zwei ganz kleine Fackel. Ja. Die können jetzt dann da hinten, kriegen sie noch einen Auslauf hinten in die Wiese raus. Und da haben sie ein riesen Gehege für sich alleine. Dass es ihnen möglichst gut geht. Wie gesagt, Auslauf wird noch draußen gemacht, da muss bloß noch ein Zaun hin. Soweit ich weiß, ist er nicht meins da. Ja. Was hast du hier mitgekriegt, gell? Was? Weil da das Drehtag aus dem Boden kriegt und steigt voll in den Nudel. Ich habe nicht gehabt, da ich meine Tüche drin habe. Aha. Ja. Deswegen habe ich Bingo mit Eisensohle. Durchdrehen nicht. Das, das. Du hast da deine. Das sind japanische Meisterschuhe. Das sind Jesusklapper, mit denen ist Jesus schon drauf gefahren. Also da kann er nie was fallen. Ja, das ist also für die Zuschauer, das, wenn am Boden liegt, das sind die Todesfallen hier. Deswegen immer ordentliche Schuhe anziehen, so wie ich. Also ich bin das Vorbild, da schaut's her, so macht man das. Wenn der Bart zwischen Zähnen fällt, ist nicht schön. Jetzt bauen wir da ein Gerüst auf. Was heißt mir? Jetzt wird der Gerüst aufgebaut und dann wird eben oben aufgesteint. Schauen wir mal. So machen es die Profis. Und das ohne, dass es einmal umgefallen ist. Wahnsinn. Das ist ein Monstream. Da haben wir jetzt ein paar Chatfast. Ich muss ein bisschen Werbung anmachen. Die haben wir natürlich in der Werkstatt. Und jetzt wird das Gerüst fest chatfastisiert. Oh weh, oh weh, oh weh. Da. 55, ja, die müssen gelangen. So, das
sind jetzt die Steine. Gibt es einen Fachausdruck? Luftbeton. Banane. Banane, das sind die Bananensteine. Und die bauen wir jetzt auf. Ich hätte ja gern mehr helfen, aber ich muss die Kamera, weißt du schon, das. Ja, ich will auch nicht, dass was kaputt geht. Ja, passt, du machst das lieber selber, oder? Ja, da, wie reicht dir? Du fährst an den Weg umgehen. Das Ding braucht man. Aber mit der Schnur rein. Wenn das Hinterfond da steht, dann kannst du die Schnur durchspannen. Das war nicht verkehrt. Das ist bei mir umgeschnallt. Ich weiß nicht, das hätte keine mehr rund bei mir. Schnur hätte ich da, wenn es ist. Schnur? Ja. Zu was? Hä? Zu was? Eine Schnur brauchst du, oder? Eine Schnur! Oder? Eine Schnur! 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 Schnur. Jetzt habe ich Schuhe verstanden. Nein, Schuhe habe ich auch da. Nein, Schnur habe ich. Ja, lass mich schauen. Meine super Ordnung. Ich weiß das nicht, wo ich es hingeschmissen habe. Die Schnur habe ich letztens erst aufgeräumt. Aber wo? Wo? Ah ja, schau her. So. Der Tab hat alles da, was ich muss. Super, super. Dann muss ich weniger da, wenn ich mehr bringe. Das ist ein Stingschnur. Zum Anschlagen? Ja. Ja, geht er zum Spannen auch, oder? Nein, nehmen wir lieber mehr, das ist auch nicht. Passt nicht, habe ich doch keine Schnur gehabt. Dann rahmen wir es wieder fort. Eine gute Schnur wollen sie nicht. Die ist gut für die Arbeit. Jetzt wollte ich das endlich mal hernehmen, extra mal gekauft. Das war eigentlich für einen anderen Zweck, ja, ist ja wurscht. Mein Gott. Braucht man einen Nagel für eine Schuhe? Wie? Was ist ein Nagel? Nagel? Groß, klein. Einfach einen Töne haben. Ein 80er. So, back in der Werkstatt. Ein 80er Nagel habe ich glaube ich nicht. Schauen wir mal. Primoset 5x60. Ja, lass mal schauen, warum das gelangt. Also, ich habe maximal 60er. Ah. Falsch, das sind Schrauben. Die Nägel habe ich aber auch. Mein Gott, der Profi wieder. Habe ich mich wieder blamiert vor die Bauarbeiter. Habe ich wieder blamiert? Mein Gott, die Nägel, das ist alles da oben. Das da, was haben wir da? 70er, ja, passt doch nicht. 70er Nägel. So, super. Perfekt. Dann nehmen wir das mit. Also 70er waren es geworden. So, jetzt werden quasi als allererstes die Löcher ausgeglichen, bei denen wir die Balken rausgekippt haben. Da waren die ganzen Balken drin. Und die Löcher müssen jetzt zugemauert werden. Zugemauert. Gibt es jetzt da eine fachmännische Erklärung zu der Arbeit? Der sollte ja für mich. Hä? Sollte ich abgeben? Ja, einer von euch muss jetzt der Fachmann sein. Einer muss immer so tun, wie wenn er wissen kann, was er tut. Einfach Löcher zupatzen. Also Meister und Geselle quasi. Genau. Weil ich bin ja bloß der Lehrbude, wo das Werkzeug ist. Die Löcher müssen zugemauert werden. Okay.
Dann haben wir eine Ebene für den neuen Rahmen. Erst müssen wir eine Ebene schaffen. Auf einer Ebene durchmachen. Eine schiefe Ebene. Genau. Naja, die alte Wand hat ja auch lang gehalten. Ja. Die, wo jetzt steht, die habe auch ich schon gemacht. Und hält auch noch. Wir bleiben jetzt deswegen noch weiter drinnen, weil auch das mit verputzt wird noch. Aha. Achso, da genau, kommt verputzt noch. Ja, drücken wir jetzt, aber bleiben wir da drinnen. Da kann ich da auch einfach den nächsten Standard da. Weil jetzt mal mit der neuen Wand auch weiter drin bleibt, dann noch gut Platz hat. Also da quasi ein bisschen nach innen, dass der Putz. 10 cm musst du ungefähr Putzen rechnen. Aha. Also als fachmännischer Fachmann sage ich jetzt mal, was passiert. Da kommt jetzt da ganz hinten ein Stein ins Eck. Und ganz vorn, da wo sie gerade arbeiten, kommt auch ein Stein. Dann wird der Schnur gespannt und das ins Wasser gebracht mit der Wasserwaage quasi, dass das schön gerade ist. Und da wird jetzt die erste Schicht Steine gezogen. Und da muss man jetzt schauen, dass das alles gerade wird, dass wir nach oben hin gerade bleiben. Und das machen sie jetzt gerade. Die ersten Steine einsetzen und dann die Schnur spannen und alles ausrichten. Wenn das einmal gemacht ist, dann ist das Schlimmste erledigt, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ich stehe bloß da und schaue zu. Hallo, hallo. Ja, ich liegt wieder besser. Ich liegt anders hier. Cool. Dann gehen wir innen. Ja, habe ich schon gesehen. Jetzt ist aber da reingefallen. Warte, ich hab noch. Ja, das. Ich habe extra drei mitgenommen, weil ich bin ja nicht so. Ich weiß nicht, ob die drei kommen. Soll ich da gleich das ganze Backerl aufhören? Weil der so an der Wand dort sitzt. Ja, dann kannst du auch beim letzten Loch oben stecken einfach. Ja, dann stecke ich da oben. Steckt noch ein Heiz da. Grüzi fix, warum hält denn der nicht? Warte, hast du mal noch geschaut? Hallo! Da hinter dem Stahl, da stehst du oben stecken und den Stahl drauf. Ja, gut. Daneben hin, weil sonst du einen Meterstab. Ja, weiß ich schon. Meterstab und der Weg da zuerst. Den schiebst du nach unten rein. Dann stirbst du hin, da wie beim letzten Loch und dann lässt du den Stor drauf. So. Na halt's. Ah. Lern was. Ja. Dann kannst du was. Und jetzt so hinrichten, dann hat's Spaß. Was? Lern was, dann kannst du was. Genau. Lern was, dann kannst du was. Das sind die alten Bauernweisheiten, oder? Das muss ich mir jetzt merken, das muss ich jetzt in jedem meiner Videos muss ich das mindestens einmal sagen, lern was, dann kannst du was. Jetzt müssen wir fast noch her werden, gell? Warum? Ja, ein bisschen mehr tun wir es auch noch rein. Nein, das passt. Das passt. Passt. Ah, ja, da habe ich jetzt da, schau, kann ich mir hinten dazwischen rein. Ja, da rechts, aber ich muss mal. Du hast jetzt quasi die Schnur von dem und die geht jetzt bis ganz hinter, ist jetzt gespannt. Und nach der Schnur können wir jetzt die erste Reihe einrichten. Also wir. Wir können das machen. Musst du da wieder gescheite Kämpfe holen. Ja. Na gut, schafft ihr das jetzt allo, oder? Dann. Ich weiß nicht, ob das ohne die geht. Achso. Einer muss Verantwortung tragen. Weil Bauaufsicht macht normalerweise Feierabend. Wer macht die? Die Bauaufsicht. Macht deine Frau. Nein, ich. So, ja. ich bin. So, da musst du da bleiben. Die fangen bei mir ja jetzt so, weil Bauaufsicht Feierabend. Weil Bauaufsicht jetzt Feierabend macht, Funktion. Man muss auch dazu sagen, dass sie. Der Geselle auch schon ordentliche Sicherheitsschuhe zu uns haben. Und der Chef nicht. Huh?
Ja, genau, jetzt wird einfach da der Mörtel aufgeschmissen und Stern aufgeklickt. Nichts anderes. Dann wird der Stahl aufgeschmissen. Und einigermaßen gerade wahrscheinlich. Ja, wenn jetzt, das weiß ich noch nicht, das sehe ich jetzt gleich. Also. Wie es ausschaut. Werden wir die abgeschmissen, Jedna? Nein, was du für eine Zahnung hast. Ja? Du musst bloß richtig nehmen. Ja. Das bin ich schon zu hoch, schon her. Gehen wir jetzt da oben rein. Jetzt passt er. Siehst du? Ja. Siehst du das? Ja, ja. Du, halt einmal nur mit Wasserwagen den Stahl, ich glaube, der passt nicht. Der hängt raus. Der hängt raus, ja. Wenn mir dieses so anschaut. Das hätte ich jetzt als Bauaufsicht auch bemängelt, dass der ein bisschen raushängt. Wenn du siehst, dann legst du unter den Stahlplan unter. Also ganz wichtig beim Mauern ist, dass er nicht raushängt. Weil wenn er raushängt. Kann ich es gerade, ja. Dann hängt mein Mörtleine. Er muss jetzt da richtig gerade stehen. Das passt. Gut, und bei mir passt es auch. Und den Rest stellen wir uns jetzt vor. Das heißt, wir machen jetzt einen ganz schnellen Schnitt zur fertigen Wand.